Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Endlich ist es wieder soweit, erster Advent. Und für mich ist das eine Chance, endlich mal selber die Kerze anzuzünden. Bei uns zu Hause übernehmen das natürlich mit sehr viel Ehrgeiz unsere vier kleinen Kinder. Da habe ich absolut keine Chance, auch nur eine Kerze anzuzünden. Ich zünde diese erste Kerze am ersten Advent ganz bewusst an. Mit dem Wissen, Christus selbst ist als das Licht in unsere Welt hineingekommen und er spricht, ich bin das Licht für euch. Wer mir vertraut und nachfolgt, der wird nicht mehr im Dunkeln des Lebens herumirren. Gott sei Dank, können wir da nur sagen. In Christus kommt Licht und mit dem Licht kommt Farbe und Wärme in unser Leben hinein. Lassen Sie uns das miteinander feiern. Freuen Sie sich heute auf einen ganz besonderen Gast, Angela Gerold. Sie hat bereits zweimal ihr Leben neu geschenkt bekommen und wird uns von einer spannenden und schweren Zeit erzählen und was sie dabei mit dem Licht der Welt, Jesus Christus, erlebt hat. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein erstes Lied miteinander zum ersten Advent zu singen. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst. Ich möchte gerne mit Ihnen einen modernen Adventspsalm beten. Stimmen Sie mit mir ein. Gott, du bist wie ein Licht auf meinem Weg. So viele Wege gibt es, Wege, die uns leicht fallen und Wege, die uns schwer fallen, Wege, die wir alleine gehen und Wege, die jemand mitgeht. Gott, du bist wie ein Licht auf meinem Weg. So viele Wege gibt es, Wege, auf denen wir traurig und still sind, Wege, auf denen wir hüpfen und springen, tanzen und singen. Gott, du bist wie ein Licht auf meinem Weg. Gott, dein Weg führt zu uns. Du kommst uns besuchen. Wir erwarten dich.
Wir machen uns auf den Weg, wir kommen dir entgegen. Gott, du bist wie ein Licht auf meinem Weg. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du, Gott, wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Sie ist zwar nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast, musikalisch war sie schon des Öfteren zu sehen und zu hören in der Stunde des Höchsten, Angela Gerold. Dass sie heute aber persönlich bei uns ist, sich meinen Fragen stellt, das ist ein kleines oder großes Wunder. Wieso, weshalb, warum, das erzählt sie uns heute. Freuen Sie sich auf Angela Gerold. Herzlich willkommen Ihnen, Frau Gerold. Hallo. Ich wollte schon immer mal ein Wunder erleben. Jetzt darf ich sogar mit einem reden. Wie fühlt man sich als personifiziertes Wunder? Wunderbar. Also kann ich wirklich nicht anders sagen. Es geht mir sehr gut. Und es ist wirklich ein Wunder an mir passiert. Und deswegen fühle ich mich auch wunderbar. Es geht Ihnen gut. Jetzt müssen Sie uns auch erzählen, warum ging es Ihnen denn schlecht? Ja, die Geschichte ist ziemlich lang. Also das können wir jetzt auch alles gar nicht im Detail aufarbeiten. Aber ich habe schon 2004 zum ersten Mal die Diagnose bekommen, dass ich Krebs habe. Und in meinem Fall eine ganz seltene Form, die bei mir in der Kopfhaut aufgetreten ist. Noch seltener, noch ungewöhnlicher. Das heißt, es hat auch lange gedauert, bis man erst mal drauf kam, was das war. Und auch die Therapieformen sind natürlich schwierig. Und letztendlich musste ich mich sehr vielen Operationen unterziehen. Man hat immer wieder versucht, diesen Tumor zu entfernen. Und es kam aber immer wieder zu Rezidiven, also über die Jahre. Und diesmal war es so gravierend, der Tumor hatte sich also richtig in meinen Kopf gearbeitet und hat auch Teile meines Körpers damit beeinträchtigt, die komplette linke Körperseite. Patienten, die mit Gehirntumoren umgehen, die wissen das, es führt zu epileptischen Anfällen, das war bei mir auch der Fall. Und ja, es war also schon gravierend und wir wussten jetzt nicht mehr, wenn das mal so weit jetzt ist nach 8 Jahren und der immer noch in meinem Körper zugange ist, der Tumor, ob ich den noch mal loswerden kann und ob ich das dann auch überleben werde. Eine erfolgreiche junge Frau, die auch in Sachen Musik unwahrscheinlich begabt ist, wenn die mit sowas konfrontiert wird, da könnte man doch eigentlich meinen, verzweifelt ein Mensch dran. Ja. Also wenn ich jetzt an die Erstdiagnose, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, zurückdenke, das war ein absoluter Schock. Ich war damals 38 und das war für mich, ich konnte das gar nicht verarbeiten. Ich dachte ja, Krebs, das ist das, was die anderen haben, wovon einem immer erzählt wird. Und jetzt bin ich selber betroffen und diese Schockzustände haben sich auch wiederholt, immer dann,
wenn eine Wiederdiagnose war im Lauf der Jahre und man immer wieder zurückgeführt wurde. Es gab auch immer Heilungsphasen dazwischen, Genesungsphasen, Punkte, wo ich dachte, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich dieses Thema abschließen, ich habe mich genügend damit auseinandergesetzt. Und doch wurde ich immer wieder zurückgeführt und jedes Mal waren die Eingriffe, die man machen musste, die Therapieform gravierender. Und jetzt, heute nach 8 Jahren und nach diesem schweren Jahr, was jetzt hinter mir liegt, muss ich sagen, man muss einen Platz dafür im Leben finden und kommt, also ich in meinem Fall komme wahrscheinlich nie an den Punkt, dass ich sagen kann, dieses Thema ist jetzt abgeschlossen und liegt hinter mir, sondern es ist ein Teil von meinem Leben geworden. Und mit so einem Denken kann man glücklich und zufrieden leben? Ja. Ja. Stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Was hat sich denn geändert an Ihrer Lebenseinstellung? Es hat sich viel geändert. Natürlich, äußerliche Dinge haben sich geändert. Die vielen Operationen haben mich verändert, ganz klar. Mein Alltag hat sich verändert, vor allem jetzt im vergangenen Jahr. Ich bin schon länger nicht mehr im Beruf einsatzfähig. Das kommt vielleicht jetzt in den kommenden Monaten ganz langsam wieder. Und natürlich füllt sich der Kalender mit anderen Terminen. Man hat ambulante Therapietermine und. Da ändert sich schon viel. Aber es ändert sich auf der anderen Seite auch gar nichts, weil ich bin trotzdem die, die ich bin. Und ich habe einen Freundeskreis, einen Familienkreis, den ich nicht verändern möchte. Und wenn man aus so einer Krise rauskommt und das Leben für einen weitergeht, lebt man an vielen Punkten natürlich auch viel bewusster und nicht unglücklicher, ganz bestimmt nicht, sondern dankbarer und sicher mit viel mehr Freude auch an kleineren Dingen. Sie haben gerade von der Familie gesprochen. Sie haben mitten in der Chemo, nein, in der Strahlentherapie geheiratet. Ja. Und das in diesem sehr turbulenten Jahr. Und jetzt haben Sie einen Ehemann, der mit Ihnen Freude und Leid teilen muss. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer. Wie kommt er damit zurecht? Natürlich hat er auch damit zu kämpfen. Es ist ja jetzt kein easy going, wenn man mit sowas umgehen muss. Und wir haben sehr dunkle Stunden miteinander durchgestanden dieses Jahr. Und wir sind schon länger ein Paar. Und die Idee zu heiraten kam eigentlich in dem Moment, als es mir am schlechtesten ging, als wir auch darüber gesprochen haben, dass es vielleicht bald eine Zeit gibt, die nach mir ist, weil ich nicht mehr da bin. Und sein Wunsch dann auch war, dieser Zeit entgegenzugehen als mein Ehemann. Und ich habe da wirklich freudig Ja gesagt. Es kam dann eine schwere Operation. Wir konnten das nicht mehr vor der Operation machen, weil es mir da ziemlich schlecht ging. Aber als ich jetzt im Sommer dann so weit im Heilungsprozess vorangekommen war, dass es mir besser ging, haben wir entschieden, relativ spontan, im Juli entschieden, der Termin war im September. Und da, zu der Zeit war ich dann schon in der Strahlentherapie. Und das war überhaupt keine Zumutung, sondern das war so ein Fest des Lebens mit unseren Freunden, mit der Familie. Alle haben gesagt, so ein Hochzeitsfest haben sie noch nie mitgemacht. Und wir haben mit 100 Gästen fast gefeiert, wir haben viel Musik gemacht. Es war ein großartiger Tag. Also herzlichen Glückwunsch noch nachträglich, alles Gute für Ihre Ehe. Dankeschön. Jetzt kenne ich Sie noch von früher, da sind Sie ja auch mit christlichen Bands umeinander gereist und haben viel christliche Botschaft. Sie glauben das auch, was Sie singen und so. Wie ist das, wenn man von so einem Schicksal ereilt wird? Glaubt man da immer noch an Gott und hilft einem das was? Oder hat Ihnen letzten Endes simpel die ärztliche Kunst das Leben gerettet? Also das kann ich überhaupt nicht voneinander trennen. Auf jeden Fall hat mir mein Glaube sehr, sehr viel geholfen. Es ist eigentlich der Grundstein, wo ich sage, deswegen konnte ich das auch durchstehen.
Und die ärztliche Kunst, die war natürlich genauso gefragt. Also jetzt zuletzt war es wirklich so, dass bei mir in Heimatnähe kein Klinikum mich mehr annehmen wollte, weil der Eingriff so komplex war. Mhm. Man hat mich in Tübingen weggeschickt, in Stuttgart weggeschickt, überall. Es gab dann ein paar sehr gute Spezialisten im Uniklinikum Erlangen und die haben sich beherzt an diese Operation dann doch gewagt und haben sich bereit erklärt, das zu machen. Haben mir aber am Abend vor der OP wirklich nochmal alle Risiken erklärt, mhm, und haben mich auch darauf vorbereitet, mich darauf einzustellen, dass ich nach der OP für den Rest meines Lebens linksseitig gelähmt sein werde. Mhm. Also der Arzt hat mehr oder weniger wörtlich gesagt, das ist ein Himmelfahrtskommando, was wir morgen machen, mhm, was wir morgen vor uns haben. Stellen Sie sich einfach so drauf ein. Und deswegen war ich am OP-Tag nicht allein im Fokus von vielen Fürbitten von Freunden, mhm, von der Familie, sondern die ganzen operierenden Ärzte genauso. Und ich denke, das gehört für mich zusammen. Und Lähmung und so ist gar nichts? Ich durfte aus der OP aufwachen und konnte meinen Fuß wieder bewegen. Boah. Es sind kleine Restrückstände schon da, also so Taubheitsgefühl. Ich werde sicher auch auf lange Zeit antiepileptische Medikamente nehmen müssen, weil eben doch Vernarbungen und so weiter da sind. Aber der Tumor konnte noch mal entfernt werden. Gott sei Dank. Wir feiern bald Weihnachten. Ja. Und Sie haben uns, wenn ich da mal unten hinschauen darf, Sie haben uns was mitgebracht. Dürfen wir da noch einen Blick drauf werfen und sagen Sie uns dazu was? Sofort. Also es ist so, dass ich neben ganz vielen ambulanten oder körperlichen Therapien schon vor einiger Zeit auch eine psychotherapeutische Begleitung begonnen habe, bei mir in Form von einer Kunsttherapie. Und kurz vor der OP hat sich so ein Bild ganz konkret für mich rauskristallisiert. Das habe ich dann auch so gemalt. Das sieht man hier. Das ist quasi so die Andeutung einer Hand. Das ist für mich die Hand Gottes und in diese Hand lege ich mein Herz. Und das ist für mich der gemütlichste, der sicherste und der kuscheligste Platz, den ich mir auf Erden vorstellen kann. Und es war ein Bild, was dann so in mir drin manifestiert ist, dass ich das bis heute zu jeder Zeit abrufen kann. Und es gab sehr kritische Situationen auch in der Klinik, vor der OP, in der Nacht vor der OP. Dann musste sogar noch mal eine Not-OP hinterher folgen, weil es Komplikationen gab, wo man auch nicht wusste, wie es ausgeht. Mhm. Und ich war da an Orten, wo es nichts mehr gab. Und da konnte man nichts mehr lesen und keine Musik mehr hören. Und wo ich alleine war, wo auch mein Mann nicht bei mir sein konnte. Aber ich konnte dieses Bild abrufen und habe das einfach in diese Situation mit hineingenommen und den größtmöglichen Trost dadurch auch erfahren. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie uns erlauben, würden wir das Bild auf unsere Homepage stellen, sodass die Zuschauer noch mal anschauen können. Gerne. Sie haben uns auch noch was mitgebracht. Angela Gerold hat ihre Geschichte ein bisschen aufgeschrieben. Auch das finden Sie auf unserer Homepage zum nochmal nachlesen. Vielleicht auch andere Menschen weitergeben, die ähnliche Sorgen und Probleme im Augenblick haben. Vielleicht so als Mutmachpapier. Frau Gerold, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Es war ein großes Erlebnis, mal mit einem Wunder zu sprechen und von einem Wunder zu hören. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Und freuen uns jetzt drauf, dass wir Sie musikalisch genießen dürfen mit einem Lied von Ihnen. Dankeschön. Wenn du abends ganz allein bist und das Haus ist leer und schweigt, wenn das Telefon nicht klingelt und sich keiner bei dir zeigt, wenn die Einsamkeit dich einholt wie ein Schatten ohne Licht und du schauderst vor dem Morgen, weil ein leerer Tag anbricht, nicht allein. Nicht allein, du
bist nicht allein. Ich bin schon auf dem Weg, nicht allein, nicht allein. Ich bin schon auf dem Weg, der die Einsamkeit durchkreuzt. Du bist nicht allein. Gib mir deine dunklen Sorgen, die so schwer sind wie ein Stein, der auf deinem Herzen lastet und dich müde macht und klein. Gib mir deine weißen Ängste vor der schönen Glitzerwelt, in der alles so perfekt scheint, aber wo die Liebe fehlt. Nicht allein, nicht allein. Du bist nicht allein. Ich bin schon auf dem Weg, nicht allein, nicht allein. Ich bin schon auf dem Weg, der die Einsamkeit durchkreuzt. Du bist nicht allein. Deine Worte hören, wenn du nichts mehr hören willst. Lass mich deine Hände halten, wenn du nichts mehr halten willst. Lass mich deine Träume sehen, wenn du nicht mehr träumen kannst. Lass mich deine Wege gehen, wenn du nicht mehr gehen kannst. Nicht allein. Nicht allein, du bist nicht allein. Ich bin schon auf dem Weg. Nicht allein, nicht allein. Ich bin schon auf dem Weg, der die Einsamkeit durchkreuzt. Nicht allein, nicht allein. Nicht allein, nicht allein. Ich bin schon auf dem Weg, der die Einsamkeit durchkreuzt. In der Bibel, in Matthäus 13, Verse 24 bis 30 steht: Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune.
Die Adventsbotschaft ist sehr eindeutig. Gott ist im Kommen. Er hat sich auf den Weg gemacht, um einer von uns zu werden. Wer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem trete ich ein. So steht es in der Offenbarung des Johannes. Und was sagt diese Stimme? Ich rufe dich bei deinem Namen, ich vergesse dich nicht. Hab keine Angst, ich helfe dir. Tut es nicht gut, so angesprochen zu werden? Aber es sieht oft ganz so aus, als würden wir die Pforten geschlossen halten und das Klopfen und die leise Stimme gar nicht mehr hören. Advent ist ja ursprünglich eine Zeit der Besinnung, Zeit des Hörens. Lateinisch Adventus bedeutet, dass der Mensch sich auf die Ankunft des Herrn, des Königs vorbereitet, dass er auf ihn wartet, auf ihn, den Erlöser, auf das Kind in der Krippe. Aber wer hat denn im Advent noch Zeit? Zeit und Muße. Advent bedeutet doch für viele Menschen A, wie Arbeit. Noch mehr Arbeit, als sonst ohnehin schon anfällt. D, wie durchhalten. Nur nicht schlapp machen, so kurz vor Weihnachten. V, wie Verwandtschaft. Habe ich schon alle Geschenke beieinander, niemanden vergessen, für jeden das Passende gefunden? Manchmal gar nicht so einfach. E wie Eile. Viel Zeit ist ja nicht mehr bis zum Heiligen Abend und das Programm ist noch lang. Dann noch diese Zusatztermine, Advents- und Weihnachtsfeiern. Mancher eilt ja von einer Besinnung zur anderen. N wie Nächstenliebe. Mal einen Brief schreiben oder einen Besuch machen. Falls denn die Zeit dafür da ist. T wie Trubel. Da ist es nicht verwunderlich, dass mancher sich wünscht, dass diese turbulente Zeit bald wieder vorbei ist und wieder Normalität einkehrt. Steh an deiner Krippe hier, ich wollte dich nicht stören. Schenkst du mir etwas Zeit mit dir, nur um mir zuzuhören? Mein Weg hat mich zu dir geführt, was mich im Innersten berührt, das möchte ich dir sagen. Du hast gesagt, ich bin bei dir, ganz nah an allen Tagen. Herr, deinen Frieden wünsch ich mir, wenn Stress und Zeitnot plagen. Ich bitte dich, du guter Gott, komm doch in meinen Alltagstrott, hilf mir zu überleben. Sieh dir diese Erde an, das Leiden will nicht enden. Wir Menschen haben keinen Plan, können die Not nicht wenden. Ich bitte dich, du guter Geist, dass du uns deine Richtung weist. Zeig uns den Weg zum Leben. In deiner Krippe hier, so arm und gottverlassen.
die Hirten knien hin vor dir, können es nicht fassen. Ein Kind soll unser Retter sein, von Gott geschickt uns zu befreien. Du bist der Weg zum Leben. Aber vielleicht könnten wir Advent auch einmal ganz anders buchstabieren. A wie anhalten. Mich innerlich aufmachen. Für das Anklopfen und die leise Stimme Gottes. D vielleicht wie durchatmen. Oder einmal Danke sagen. Für Gottes Gegenwart und für alles Gute im Leben. V wie wieder neu vertrauen. Ihm vertrauen, ihm glauben, dass er wirklich vor der Tür steht und anklopft und eigentlich nur darauf wartet, dass ich von innen öffne. E wie entspannen. Mal raus aus dem Hamsterrad, weniger eilen, Tempo rausnehmen. N wie nachdenken, mich einmal neu besinnen auf das, wozu ich eigentlich berufen bin, nämlich als Christ zu leben, Jesus zu kennen. Das ist ja nicht selbstverständlich und vielleicht ist es das größte Weihnachtsgeschenk. T wie Trost finden. Jörg Zink hat es einmal so gesagt: Kein Maler, kein Dichter oder Musiker begleitet und tröstet so unzählige Menschen in unserer Welt wie Jesus von Nazareth. Und auch die Weihnachtsbotschaft der Engel hat dann ja etwas sehr Tröstliches. Fürchtet euch nicht, heißt ja auch, seid getrost. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Frieden auf Erden, Frieden in mir, Frieden den Menschen vor meiner Tür. Frieden auf Erden, mehr als ein Traum, Frieden, wo findet der Raum? Wann werden wir es endlich wieder hören? Dass Frieden immer in uns selbst beginnt. Dass Hass und Zwietracht uns doch nur zerstören. Und diese Welt, wo wir zu Hause sind. Frieden auf Erden, Frieden in mir, Frieden den Menschen vor meiner Tür. Frieden auf Erden, mehr als ein Traum, Frieden, wo findet er Raum? Wir können heute wahren Frieden lernen, von dem, der sogar noch die Feinde liebt. Dann werden Zank und Streit sich bald entfernen, wenn jeder jedem gern die Schuld vergibt. Frieden auf Erden, Frieden in mir, Frieden den Menschen vor meiner Tür. Frieden auf Erden, mehr als ein Traum, Frieden, wo findet der Raum?
wo findet er Raum? Frieden, wo findet er Raum? Herzlichen Dank an Reinhard Börner und seine ermutigende und tröstliche Botschaft in den Advent. Wenn Sie Gebetsanliegen haben, dürfen Sie uns diese gerne zukommen lassen. Einmal im Monat treffen wir uns in einem kleinen Mitarbeiterteam und beten für Ihre kleinen und großen Sorgen. Machen Sie Gebrauch davon. Auf unserer Homepage gibt es eine Rubrik Gebet und dort dürfen Sie auch gerne Ihre Gebetsanliegen schriftlich hinterlassen. Lassen Sie uns nun gemeinsam das Fürbittengebet sprechen. Jesus Christus, ich bereite mich auf dein Kommen vor. Ich freue mich von Herzen, dass du mich besuchst. Du kommst, um mir Freude zu schenken. Du willst es hell machen in meinem Leben. Darum bereite ich ein Fest vor. Ich kaufe Geschenke und schmücke die Wohnung. Ich schreibe Karten und höre weihnachtliche Musik. Ich backe Plätzchen und koche ein Festessen. Viele Vorbereitungen treffe ich, Herr Jesus. Hilf mir, dass ich bei all dem dich nicht verpasse. Schenke mir Ruhe und Besinnung. Bereite du mich vor für dich. Und gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann möchte ich Sie gerne mit einem Adventssegen von Jörg Zink in die kommenden Tage senden. Geh deinen inneren Weg durch die Tage des Advents. Bewahre dir, wenn es möglich ist, Zeit, in der der Atem ruhig geht, in der nicht gehetzt und gerannt wird. Es soll ja etwas in dir selbst geschehen. Richte deine Gedanken und Erwartungen auf das, was sich lohnt. So geht im Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gefeiert haben, heute am ersten Advent. Wenn Sie mit uns in Verbindung bleiben möchten, freuen wir uns auf Ihre Post, wir freuen uns auf Ihre E-Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort können Sie auch die Predigten zum Nachlesen herunterladen. Wir sind auch auf Facebook. Auch dort können wir miteinander ins Gespräch kommen. Und monatlich verschicken wir einen SDH-Newsletter per E-Mail. Wenn wir Ihnen diesen zukommen lassen dürfen, dann melden Sie sich bei uns. Herzlichen Dank für alles, was Sie uns an Unterstützung zukommen lassen. Verschiedene Möglichkeiten gibt es, auch jetzt in der Advents- und Vorweihnachtszeit uns zu unterstützen. Das können Sie machen per SMS. Einfach das Kennwort SDH an die 81190 senden und uns damit automatisch 5 Euro zukommen lassen. Oder Sie spenden online über die Homepage. Oder Sie bestellen sich so eine kleine SDH-Spendenbox. Die können Sie jetzt in der Vorweihnachtszeit überall aufstellen und so für die Arbeit von Stunde des Höchsten sammeln lassen. Ganz herzlichen Dank für alles, was Sie uns zukommen lassen. Es hilft uns sehr, die Stunde des Höchsten auch in Zukunft über den Fernseher zu Ihnen kommen zu lassen. Übrigens, wenn Sie mehr wissen wollen über SDH, vor allen Dingen auch über unser Kreuz, wir haben eine kleine Broschüre für Sie vorbereitet mit interessanten Gedanken und Informationen. Auch diese können Sie gerne kostenlos bei uns bestellen. Und wir haben verschiedenes Werbematerial, mit dem Sie andere
auf diesen Fernsehgottesdienst hinweisen können, ein Plakat, das Sie in Schaufenstern aufhängen können, in Buchhandlungen oder solche kleinen Postkarten, die Sie an Freunde verschicken können. Wenn Sie heute das erste Mal SDH gesehen haben und sich heute noch bei uns melden, haben wir ein kleines Begrüßungsgeschenk für Sie. Diese wunderschöne Musik-CD mit den Liedern aus diesem Gottesdienst, Geh auf deinem Weg getrost. Melden Sie sich, es lohnt sich. Und jetzt wünschen wir Ihnen gesegnete Adventstage. Machen Sie es gut in der Nähe des Lichtes der Welt, Jesus Christus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederfernsehen.